Hallo Leute, wie ihr wisst, ist Jan und Joey sind das Team ja raus. Joey ist weiter drin geblieben, aber Jan hat währenddessen wahrscheinlich schon andere Sachen gemacht. Nämlich hat er ein Video hochgeladen, zusammen mit Fritz und Survival Martin. Nämlich machen die einen Backflip aus 24 Metern kurz nach Save vs. Wild. Also wahrscheinlich, weil alle ausgeschieden sind, haben sich gedacht, hey, wir gehen jetzt ein bisschen raus und machen währenddessen krasse Stunts. Mit genug Wasser, Trinkwasser auch. Ich bin gespannt, lass eine Wucht da. Let's go, rein da. Oh! Alter! Yo! Ich meine, ich habe schon größten Respekt vor Jan, dass er diese ganzen Sachen macht. Ich finde ihn mega sympathisch und so. Samus Wildsache war ein bisschen doof gelaufen, aber passiert mal. Aber ich habe immer den Gedankenkopf, irgendwann scheppert es bei ihm zu krass, glaube ich. Weil wenn er so viel macht, da kann doch irgendwann mal was schief gehen, oder? Ich meine, bei dieser ganzen Extremsportler-Sache, da hört man ja ganz viele Stories so. Wahrscheinlich auch nur eher die schlechten Stories, wo Leute dann verunglücken oder sowas, was ich jetzt ja nicht wünsche, auf jeden Fall nicht. Kann auch sein, dass es vielleicht ein geringer Anteil ist, die verunglücken, aber weiß nicht, wenn du 1000 Versuche hast, dann geht einer davon, kann ja schon schief gehen. Also, niemals nach, was er dann macht, okay? Nur mit viel Übung, er ist professioneller, er kennt sich mit komplett aus, er ist sponsert bei Snox, ihr wisst Bescheid. Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind in Nanaimo in Kanada und wir sind tatsächlich mit einer Gruppe unterwegs, die es die 14 Tage nicht geschafft hat, in der Wildnis zu überleben. Deswegen probieren wir jetzt unser Bestes hier in Nanaimo irgendwie weiterzukommen mit dem Leben. Und zwar haben wir gehört, dass es geile Klippen bzw. Brücken zum Springen gibt. Und das werden wir jetzt finden. Wir wissen nicht genau, wo wir sind oder wo wir hin müssen. Wir sind direkt neben einer Autobahn. Klippen sehen wir erstmal nicht, aber sie sollen hier sein. Also rein in die Suche und dann zeigen wir den Männers mal hier, wie man sich von Klippen hechtet. Bin gespannt, was bei rumkommt. Wir müssen zur Nanaimo River Bridge. Das Ding hier, was in der Mitte ist, das ist eine Autobahn. Da müssen wir jetzt irgendwie drunter herkommen. Aber Fritz und Martin können uns, glaube ich, den Weg sagen. Die beiden haben einfach im Blut, wo es lang geht. Martin, ja. Woher? Vor allem, die waren wahrscheinlich auch lange schon genug ausgeschieden, dass sie den Weg kennen. Sorry, so fies. Ja. Wo müssen wir lang, sagst du? Neben dem Zaun links. Ja, komm, haben wir schon gespottet. Wer hier der Sicherheitsbeauftragte quasi. Ich habe meinen Spotter heute mit dabei, ist mein den langjähriger Freund und Kollege. Und was? Das ist hier ganz schön, ganz deutlich, ist alt abgetreten. Also entweder finden wir jetzt einen Geocache oder tatsächlich die Brücke. Beide eigentlich von Vorteil, also einfach mal durch jetzt. Ja, ja. Elektrozaun, Vorsicht! Oh, da hab ich echt erschrocken auch. Aber das sieht gut aus. So. Das sieht genau danach aus. Er hat die verarscht, also ich hab gerade gedacht, so what? Aus, weil ich auf Clips gesehen hab. Wir nähern uns. Oh yes, baby. Ja, das sieht doch so aus, als könnte man hier Spaß haben. Hast du schon einen kleinen Kackstift? Ja, also ich würde auf jeden Fall da auch gern mitgehen. Aber ich würde eher mehr mitgehen wollen, um Jan zu beobachten, wie er es macht. Ich würde niemals da selbst runterspringen wollen. Never ever. Um kein Geld der Welt springe ich da runter. Außer, es wären mindestens 500.000 Euro. Und zweitens, man würde mir versichern, dass mir nichts passiert. Zu 100%, dass mir nichts passieren kann. So, dann ja, aber sonst eher nicht. Und mir würde safe was dabei passieren. Also, ich wäre schon mal gar nicht möglich. Ja, nee. Richtig geil aus. Ja, Mann. Ja, also sehen wir die Männer vielleicht doch auch rein, echt, das Sicherheitsteam, hä? Ja. Oh, yes. Okay, also ich hatte echt keine Ahnung, wo wir landen. Ich habe einfach nur irgendwie recherchiert, aber das sieht tatsächlich nach absolutem Spaß hier aus. Gescheite Höhen, ein Rope-Swing dabei. Also, hier lässt es sich einen Tag verbringen, glaube ich. Ich denke, kommen noch zwei Brücken, komm mal. Ja, zwei. Genau, ich habe auch irgendwie schon erfahren, auf der Fähre nach... Ich meine, schon schön, so für Fotos machen und sowas, ne, wenn wir was filmen. Aber runterspringen würde ich niemals mit den Gedanken damit spielen. Niemals. Vancouver Island von einem Local, dass es hier eine 24-Meter-Brücke gibt. Und das ist das Ding. Das ist schon ein Brecher. Bungee-Jumping ist für Amateure, da geht's gleich ohne Seil runter. Bungee-Jumping da hinten. Okay, es ist nicht besonders warm, 20 Grad, da ist natürlich die alles entscheidende Frage, wie kalt das Wasser ist. Aber gut, wir sind jetzt circa 2 Stunden gefahren von dem Ort, wo wir uns eigentlich aufhalten. Und hier muss es jetzt auf jeden Fall ein oder andere mal reingehen. Mhm.
ist kalt. Das ist eher Winter da. Ich ja. Also es ist nicht warm, das Wasser. Ja, das ja. Ja? Nicht in Panama und sowas, nee, nee. Ja, ist kalt. Aber du, wenn dann eine will, muss das andere mögen, ha? Ja, das stimmt, das stimmt. Ihr beide seid wahrscheinlich auch dabei, oder? Ja, Notfall, ja. Notfalltypen. Ja, ein paar Sprünge sehe ich mich. Geil. Ja, mal Wasser testen. Aber tief genug sieht's aus, also man sieht hier vorne die Felsen. Okay, das sind alles Kollegen von den anderen wahrscheinlich, ne? Die alle da von seinem Schlappentour dann da. Schlappengang, die Schlappens. Dahinter geht's glastar runter. Und ich habe schon Clips gesehen von Leuten, die genau hier gesprungen sind. Deswegen, okay. Da müsste alles safe sein. Optisch ist das ein geiles Ding, ey. Ich dachte, so Industrie, dann hier noch ein geiler Fluss, Felsen, abgefuckte Brücken. Ja, schön ist es. Um natürlich immer sicher zu sein, habe ich mein Sicherheitsteam mitgenommen. Survival Martin aufrecht. Hallo, ich bin Survival Martin und ich teste, wie tief es hier ist. Achtung, ich... Auf rechts auch ein bisschen... Schwierige Aussage, aber ja, ich weiß, was er meint. Meine rechte Seite. Sag, ob sicher. Warte kurz. Ja. Ja, alles ich. Klar, ungefähr. Ja, das ist die... Man muss mal warten, bis der Schlag kommt, dann weißt du, wie tief es ist. Ja, kenne ich auch. 16 Meter. Ja, das passt ja. Das ist ja die optimale Meter. Tiefe, damit wir Fritz heute die auf Katze beibringen können. Auf gar keinen Fall, Alter. Das ist viel zu kalt. Da sehe ich mich nicht. Da sehe ich uns aber alle reinfliegen. Geil. Also umziehen, rüberschwimmen und dann reinspringen. Geil. Da habe ich Bock drauf. Fängst du jetzt an? Die Brücke? Da fängst du an. Ja. Gut. Aber ich hab nicht da gemessen, ne? Also da siehst du ja selber, da ist es flach. Ja, ja, hier vorne würde ich meine Hand ins Feuer legen. Beim Rüberschwimmen gucken wir mal, wie tief da ist. Martin, der legt sogar seine Hand ins Feuer gleich. Okay, risky, aber gut. Und dann, okay, cool. Und dann geht's rein. Na denn? Zieh dich um. Ja. Let's go. Geil, ey. Wer jetzt hier mit Rico ist, wahrscheinlich oben auf die Brücke klettern, also auf diesen mittleren Balken. Ja, dann springen wir uns mal ein bisschen warm. Zwei, drei Sprünge, hab ich Bock drauf. Einmal rein? Ja, einmal rein. Ein Testsprung. Geil. Dann ab die Post, oder? Ja, sehr. Wuhuhuhu. Alter, krass. Geil. Traumhaft. Ja? Ja. Geil. Ja gut, Rico hat sich warm gesprungen, Rico hat kurz abgetaucht. Der richtig voller Elan Rückwärtssalto reingemacht, ne? War noch trocken vorher, war noch kein einziges Mal vorher drin. Ich hatte mit der Tiefe so Angst, aber das Wasser schien relativ klar zu sein. Du kannst, glaube ich, gut von oben runter gucken. Auch das heißt, es steht überhaupt nichts mehr im Weg. Rico will die Katze lernen. Ja, ich versuche jetzt mal zu testen. Ich hab das gelevelt bekommen hier. Gehen wir mal rein, ne? Was will er machen? Ja, das is ist es doch! Das ist die Katze oder was? Dass du Arme so machst und dann so zusammen. Weil dann. Okay, weil die Katzen landen auf Ruten oder was dann, ja. Ja, perfekt. Ja, war geil. Ja? Ja. Geil. Auch schon lange keine Katze mehr gemacht, tatsächlich. Ich starte mein Programm aber von oben, weil das ist mir, glaube ich, zu kalt, um hier zu starten. Ah, ich verstehe, wenn du jetzt unten ins Wasser gehst, dann bist du nass und dann frierst du und dann mit kalt und nass da hochzuklettern, ist glaube ich auch schwierig. Stimmt, du hast gar nicht nachgedacht, ne, ja. Oh, Alter, barfuß, oh, ich hätte so Schiss. Oh mein Gott, ey, ich bin auch so ein Trottel, wirklich. Ich würde dann hier wahrscheinlich irgendwie ausrutschen und würde voll hier auf den Stein knallen. Also ich bin, das ist nicht meins, da bin ich raus, bin ich weit von entfernt, das nachzumachen, zu 1000%, nee. Erster Sprung, Double A, um wieder reinzukommen. Ich hoffe, das ist auch ein Reinsprung, Reinkommen-Trick. Aber einfach mal rein. Am Ständer. Ah, er hat einen Stein reingeschmissen, damit die Wasseroberfläche ein bisschen gebrochen wird schon, dass er besser eintauchen kann. Das ist voll schlau. Weil wenn das Wasser sich nicht bewegt, dann hast du natürlich einen härteren Aufprall, ne? Ich erinnere mich nur noch voll dran, wo ich mal im Schwimmen war und ich war der Erste vom Schwimmwettkampf. Das Wasser war im Schwimmbad, ist dann noch klarer als hier draußen, weil kein Wind auch weht. Und ich habe beim Körper, bin ich voll rein so wehgetan auch, weil ich dann nicht, teilweise auch nicht gesehen habe, wo das Wasser anfängt, weil es so flach war, so durchsichtig. Okay. 3, 2, 1. Krasser Peak, ey. Verrückt.
dass er auch einschätzen kann, wann das Wasser anfängt. Also wann er mit den Füßen unten sein muss. So wäre ich höchstens reingesprungen, ja, allerhöchstens. Aber auch nicht vorwärts. Rückwärts und Füße vor und, alles zuhalten. Ich meine, Nase zuhalten muss ich wirklich machen, ich bin der Schwimmer. Aber ich würde auch sicher irgendwo mich festhalten wollen. Meine Nase ist ja groß genug, da kann man sich gut festhalten. Hast du? Geil. Ja, sicher. Geile Ding, ey. Fritz schon mal zu zeigen, was er gleich lernen wird, machen wir als nächstes ein kleines Kätzchen von da oben, oder? Hast du, oder was? Ja. Okay. Für euch, fürs Training, damit ihr schon mal visualisieren könnt, was gleich bei euch passiert. Genau, Alter. Ja? Also Rico und ich jetzt nochmal hoch. Ja, die zweite Runde. Jawohl. Dann schön die Raubkatze hier in Kanada mal dressieren gehen. Ich bin da so runterfallen, ich hätte so Angst. Seite sogar, krass. Heftig. Was schon da oben stand, gestand irgendwas gerade. Sorry für die Kameraführung hier oben. Ist doch voll okay, hä? Wisst ihr, was Schlechtes passiert gerade? Keine Ahnung. War das jetzt der Plan? Ich kann mir auch vorstellen, dass bei der Kameraführung deutlich weiß, genau, wie schnell fällt der und wie muss die Kamera machen. Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil jemand, der sich nicht auskennt. Weiß ich gerade gar nicht. Ganz oben? Ist halt Autobahn, ne? Wäre schon geil von ganz oben. Ja, da hätte ich Bock. Das wäre eine geile Höhe auch. Im Gelände oben? Ja. Ja. Ja, das ist auch geil. Das würde ich machen mit dem Seil. Das würde ich machen. Das ist eine angenehme Höhe. Würde ich machen, ja. Mehr aber nicht. Ja, Spaß für alle Mann ist hier gesorgt. Man könnte theoretisch ja auch schwingen und wieder auf den Felsen zurück, damit man trocken bleibt. Ja, von der Theorie her. Ja, siehst du. Wollen wir schwingen, wieder zurück auf den Feld? Oh je. Yeah. Das hier nicht. Irgendwie wünsche ich mir, dass es in die Hose geht, um die beiden nass zu sehen. Irgendwie hätte ich Bock drauf. Das Problem ist, das Ding hier ist schräg. Ja, ich stelle mich hier hin und im Notfall halte ich meine Hand, dann passt das schon. Das bringt ja nichts. Ach, klar. Dann brauchst du dich retten. Ach, wenn du hier auf dieser Fläche abspringst. Du hast mir angefasst. Hast du hier oben angefasst? Ja. Ein bisschen höher. Ja, weil du jetzt loslassen willst. Ja, aber das geht. Du hast richtig guten Grip da und auf dieser Fläche kannst du eigentlich abspringen und landen. Hier ist wenig Staub und Dreck. Also da kannst du gut landen. Ja. Das wird genau so ein Ding, wird das. Ja, guck mal, jetzt gehst du schräg zur Kante. Ja. Stell dir vor, du kommst hier nicht mehr Martin, zurück. Die Frage ist, machst du es oder machst du es nicht? Egal, was bei mir passiert. Ja. Ja, komm. Wenn das, ihr habt es gerade gelernt. Einfach mal ein Full Send. Ja, einfach mal rein jetzt. Seid ihr alle ready? Ja, sicher. Ja, klar. Let's go. Achso. Ja? Schön mit Anlauf auch. Ja. Das wird großartig. Entscheidest du damit schon. Oh! Oh! Ja! Jawoll! Ja, sicher! Easy! Ja, das war ja mega einfach, ey. Ich hätte ihn gern fallen gesehen. Mano, ey. Come on! Geil! Im Auto noch den Full Send beigebracht und dann war es. Geil!
Oh! Oh! Da, wo springe ich denn ab? Hier schon oder wo? Fühl es, du musst es fühlen, Martin. Ich fühle hier gerade gar nichts. Martin, du verdenkst das zu sehr, du musst es fühlen. Oh ja! Ja! Oh! Lass los! Oh! Ja! Ah, ich fühle die Technik, die gehen, greifen oben, gehen vor und wenn sie hinten sind, dann gehen sie, greifen sie tiefer, um mehr Schwung zurückzuhaben. Das ist auch schlau, ja. Wieder! Geile Nummer! Geil! Ja, das ist halt komisch so. Geil! Hammer, schön. Ja, perfekt! Schwinggainer vom Geil. Auerbacher? Ja, Auerbacher, genau. Geil. Auerbacher. Salto, das ist das Auerbacher. Ja, 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 das hatte ich auch gerade das Gefühl. Oha, oha. Ja! Ja, okay. Ja, war gut. Solide, aber hier vorne, die ist gehasselt. Das sah schon wieder so aus wie... Ja, die ist irgendwie die Scheiße hier dran. Rico und ich haben folgende Mission. Wir wollen jetzt mal gucken, ob wir oben auf die Autobahn drauf kommen. Weil da haben wir dann noch mal ein paar Meter mehr. Ich denke so an die 18 vielleicht. Aber erstmal gucken, ob wir überhaupt hinkommen und ob man da gut abspringen kann. Von da sind wir gerade gesprungen. Jetzt bauen wir die Etage höher, gehen einmal außen rum gucken, ob wir da überhaupt gescheit herlaufen können, weil es direkt die Autobahn halt. Ja. Sieht so aus, als haben wir so einen kleinen Bürgersteig. Ist das jemand gleich die Polizei oder sowas, irgendwelche Springer da sind, also Leute, die Angst haben, dass sie Selbstmord begehen wollen oder hier. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hoch gucken. Und dann entscheiden, ob wir uns runterjagen oder nicht. Aber gut, wenn die Brücke ja bekannt ist und dass da Springer sind, wird die Polizei auch Bescheid wissen wahrscheinlich. Ich. Alter! Das ist eigentlich so ein Pulsent, oder? Hä? Das ist so ein Pulsent-Ding. Ja! Guck mal, guck das mal an! Alter! So einen Rasen mit dir. Ja, nee, kann nicht vorbei. Alter! Junge! Ja, okay, dann ist schon ein bisschen wild hier oben. Jetzt aus deiner Gehweg da auch, ne? Mehr ja. Oder weniger. Ja, es ist schon wild hier oben. Da würden die Leute wahrscheinlich nur denken, in Kanada, die Amerikaner, die würden safe denken, dass es Amerikaner sind, niemals Deutsche, safe nicht. Wir holen uns den Stein, weil das Wasser ist ziemlich spiegelig gerade und dann geht er die runter. Also gut hoch, ne? Ja. Kann gut 18 Meter sein. Ja. Ja, wie ich dachte, das Wasser zu entspiegeln auch, ne? Dass das halt wie bei mir im Schwimmen halt nicht war. War da was zu spiegelig. Jagst du dich auch hier runter? Du auch hier runter? Das ist die Nummer zu groß. Ja? Ja, fair. Warte kurz, bis die Autos weg sind, geh rüber und mach einen Castaway, das heißt so, und dann wechseln. Yo, Alter, oh mein Gott. Wie auch wieder krass einschätzen kann, wie, wann er mit den Füßen unten ist. Das ist, glaube ich, so ein Erfahrungsding, wo du weißt, okay, es sind 18 Meter, dann muss ich ungefähr dann so und das machen dann, ja. Vielleicht merkt das auch in der Geschwindigkeit, wie schnell er fällt, weil du fällst ja erstmal langsam, wirst immer schneller. Und vielleicht kann das daran auch merken dann. Körperbeherrschung hast du auf jeden Fall. Ey, da Geil, ey. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir so einen Banger hier noch finden. Mit den Trucks da oben so einen Meter neben und pfiuh. Geil, ey. Sieht auch von hier oben, von hier unten höher aus als von oben. Von oben sah es recht chillig aus, aber von hier ist schon, glaube ich. Von hier unten sieht es völlig krank aus. 15 bis 18. Irgendwie so. Das ist geil, Alter. Also, geisteskrank.
gerade der Sprung von oben, normalerweise ja normale Höhe so, aber 7 Tage da in der Wildnis, nichts gegessen und dann danach die 7 Tage jetzt. Du musst mir auch noch berücksichtigen, dass er noch jetzt fast 7, also dass er 7 Tage in der Wildnis gerade war. Nur Scheiße gefressen, null trainiert. Ich merk's hardcore in meinem Körper, ich nicht ansatzweise so fit bin wie vorher, aber gut, ein bisschen Schwund ist immer und was hier so abgegangen ist, trotzdem sehr, sehr geil. Training dann wieder zu Hause. Und jetzt gehen wir uns, glaube ich, noch einmal die Brücke da drüben angucken. Schöne verlassene Eisenbahnbrücke. Noch mal ein paar Meter höher. Einfach mal hochgucken, was ich da auch unterhechten kann. Und, aber ich würde sagen, jetzt schon erfolgreiche Dinge hier. Ausflug nach Nanaimo. Wie sah der Sprung von unten aus? Geisteskrank. Also ich würde da nicht mal mit der Kerze, ich würde da wahrscheinlich nicht mal mit dem Rettungsschwimmer runterspringen. Kannst du vergessen, das ist sowas von krass. Ich habe Puls. Ich habe echt Puls. Und so immer eine Gänsehaut nach der anderen. Und der macht da und rennt nochmal und tut nochmal. Und dann, ja, ich mache jetzt hier einen rückwärts. Und dann ist das auch ja. Verrückt. Das ist aber auch mal wieder sexy hier. Eisenbahnbrücke mit einer Plattform zum Springen. Ah, ja, da wäre ich auch wieder schwierig. Da wäre mein Blick genauso wie er hier hat gerade. Da wäre ich auch eher so, was hier ist. Letztens noch ein Video gesehen, wo ein Kamerateam bei so einem Gleis da gedreht hat. Und die haben halt nicht, da kam halt ein Zug und die konnten nicht alle rechtzeitig abhauen. Ich glaube, eine Kamerafrau ist dabei gestorben währenddessen. Also es ist echt nicht zu unterschätzen, solche Schienengleise, die offen, die irgendwie leer scheinen, aber noch irgendwie nicht sind. Ich weiß nicht, ich bin da zu langweilig. Ich habe zu viel Stift in der Hose, ich könnte das niemals. Hast du auch nicht alle Tage? Nee. Das ist schon eine Plattform sogar noch hier. Alter, die ist ja deutlich höher. Alter, verdammt. Also ich habe das nicht so gesehen. Krass. Alter Lachs. Also das ist mein Spot, ey. Vancouver Island in Kanada. Eine Plattform auf 20 Meter circa. Verlassene Eisenbahnbrücke gegenüber einem Bungee-Sprungapparat. Sicher verlassen? Guck mir jetzt nochmal genauer an, weil ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher. Ich bin nicht ganz fit. Wie gesagt, die 7 Tage, die haben mich schon körperlich irgendwie ziemlich fertig gemacht. Außerdem habe ich ein bisschen Kopf- und Ohrenschmerzen und alles. Oh. Ich gehe jetzt so ein bisschen den Fokus, guck mir halt genauer an und dann mal rein, hoffentlich. Boah, hier geht's einfach mal rein gleich, oder? Junge, ich merke richtig, dass ich das nicht mehr gewohnt bin. Mir geht gerade richtig der Kackstift. Ich gehe mal wieder ein Stück zurück. Schockstarre, Martin. Ist das ein Fullset, Jan? Ja, tatsächlich. Also ich muss jetzt auch mal genauer einmal gucken. Ja, ich glaube, er kann sich nicht entgehen lassen, wenn er das sieht, da nicht runterzuspringen. Ich glaube, der ist seine Sache, der muss das abhaken dann. Ob da reingeht oder nicht, weil das sind schon 20 Meter auf jeden Fall. 20 Meter? Ja. Clemens, der Typ ist sicher sauber. So, gerade genau angeguckt, das Ding. Solide 20 Meter Klippe bzw. Brücke. Rico wird jetzt runtergehen, macht den Safety unten im Wasser, nimmt die GoPro mit und dann geht es für mich von hier oben schön Richtung kühl und nass, Richtung Rico runter. In der Zeit, wo Rico runtergeht, entscheide ich mich mit welchem Flip, aber ich denke mal irgendwas Solides, weil ich nicht so drin bin aktuell, aber Backflip oder Gainer, wir werden es gleich sehen. So, jetzt suchen wir mal einen Weg nach unten. Die 20 Meter runter von der Plattform, die sind schnell, aber hier einen Weg zu finden, könnte deutlich schwieriger sein. Aber dann gehe ich als Ein-Mann-Safety-Team voraus und guck mir mal die Lage von unten an. Von oben kann man nicht genau sehen, wo die Felsen enden und wie tief es reingeht. So, da geht es jetzt gleich runter. Schwimmen wir mal bis da. Hey, das sieht so cool aus. Okay. Hey, der hätte mir länger zeigen können da unten drunter. Hey, das fand ich voll cool gerade. Einfach so ein bisschen so unter Wasser live beobachten. Wie tief ist da? Irgendwas zwischen 20 und 25 ist ziemlich hoch, seitdem Rico im Wasser ist. Aber hilft da nichts. 3, 2, 1, send it! Auch gleich mit Salto wieder. Verrückt.
Hey, das sieht so geil aus unter Wasser, die Aufnahme. Boah, ist richtig tief. Alter. Geil. Geil. Kurz mein Knie checken, weil das ist wirklich hochgeflogen, aber alles in Ordnung. Boah, war das hoch. Dann habe ich im besten Fall nicht gedacht, beim besten Willen. Der braucht den Kick halt auch, ne? Den Adrenalinkick. Ich nicht, ich bin raus. Ist er lackt. Alter Lachs. Als wir das erste Mal oben an der Brücke waren, dachte ich, okay, hoch. Als Rico unten im Wasser war, dachte ich, okay, fuck. Ding ist wirklich hoch und im Sprung, wir haben kein Maßband und nichts dabei und keine genaue Höhe, aber ich würde sagen, es ist einer meiner 5 höchsten Sprünge jemals gewesen. Also von der Airtime her könnten das schon so 23, 24 Meter gewesen sein, die Brücke. Und weil ich halt nicht so fit bin beim Aufprall, habe ich gemerkt, dass mein Knie ziemlich einmal hochgeschleudert wurde. Ja, wenn es Wasser entgegengekommen, ne, dann so hoch geht, dann... Nicht, dass es dann gegen deinen Kopf schlägt oder so. Was? Ich bin einmal vom Zehner gesprungen und irgendwie, ich bin irgendwie so schief gerutscht, gesprungen oder so. Und dann habe ich voll, meine Balls haben so wehgetan. Ich bin da scheinbar, die Wasseroberfläche hat scheinbar meine Eier so nach oben gedrückt. Das war mega schmerzhaft. Wirklich, das war nicht geil, das war nicht cool. Bisschen umgeknickt, aber alles gut, also kann alles bewegen, fühle ich keine Schmerzen und nichts, also... Hype. Ich war kurz erschrocken, deswegen war ich nicht direkt im absoluten Hype drin. Hä? Vor allem, der hat hier Lidl Christmas Sweater angehabt im August, wann wir nochmal gedreht haben. Und jetzt hat er hier eine Lidl Badehose noch, ist noch zusätzlicher Sponsor. Er macht einen auf Joey Kelly. Joey komplett in dieser anderen Marke drin, Namen vergessen. Und er jetzt in Lidl Merch. Aber alter Lachs, danke für im Wasser sein und alles. Nicht dafür, Mann. Das war mal ein Ausflug, ey. Kurzer Ausflug nach Nanaimo, bisschen hier von den Klippen gejagt, bisschen mit dem Seil geschwungen und ich würde sagen, das war ein geiles Ding. Ihr hattet auch ein bisschen Spaß, oder? Echt verzerrlich, ich hab immer noch Puls. Martin, geiler Hype-Man oben hier, der 24er. Bei dir auch geil gewesen, ein bisschen von der Seite. Fall. Ja, geile Nummer. Damit würde ich sagen, Feierabend anfangen hier aus Nanaimo und zurück nach da, wo wir wohnen. Alles klar, zurück nach da, wo wir wohnen, ja. Ja, geil. Also ich find die ganze Art, wie gesagt, richtig krass und es bringt, dass sich alles traut. Ich wünsche ihm nur, dass alles gut läuft immer. Das wünsche ich mir auf jeden Fall, ja.